Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und ich darf euch heute hier diesen Audi A6 Allroad vorstellen. In dem Video soll es vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Wen es dennoch interessiert, was hier alles drin ist, der klickt mal auf den Link, der mit angegeben ist. Da wird er weitergeleitet zur Mobile. Dort ist alles aufgelistet, über die Fahrgestellnummer abgefragt. Solange der Link aktiv ist, steht es auch noch zum Verkauf. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein ins Thema. Beim schwarzen Auto erwartet bitte kein neues. Es ist ja kein neues, es ist ja trotzdem irgendwie gebraucht und irgendwo wird er sicherlich einen kleinen Steinschlag oder einen kleinen Kratzer finden, weil dafür hat der Kollege ja natürlich auch einen anderen Preis. Aber insgesamt, denke ich, sieht man es auf den Bildern, die wir bei Mobile haben und auch auf dem Video, dass der wirklich super gepflegt ist. Also das Auto wird, denke ich, nicht lange stehen. Wir gucken gerne auch mal in den Innenraum rein. Ich mache auch gerne mal die Geruchsprobe für euch. Hier riecht es ja nach Leder, würde ich sagen, und vielleicht so ein bisschen nach dem Kunststoff im Auto. Aber weder nach Rauch, noch nach Katze, Hund, sonst irgendwas. Hier ist auch nichts übermäßig abgegriffen, abgenuddelt, abgewanzt oder sonst irgendwas. Die Einstiege hier von den Ledersitzen, das sieht alles vernünftig aus. Das Lenkrad ist hübsch, die ganzen Bedienelemente, das sieht alles super aus. Genauso auch im Innenraum hinten, also im Fondbereich. Hier ist alles ordentlich, so wie es sein soll. Keine Abdrücke von irgendwelchen Kindersitzen oder so. Wirklich ein schönes Auto. Ist vielleicht manchmal auch für die Leute interessant, die sagen, die können sich online für so ein Fahrzeug entscheiden. Die nicht herkommen wollen, die lassen sich es dann eben bis vor die Tür liefern, weil dieser Mensch, das Video, was hier der André gemacht hat, das hat uns gut gefallen. Auto sieht super aus, scheint ein ehrliches zu sein. Ist es in dem Fall auch, weil wir probieren es einfach für unsere Kunden transparent als möglich zu machen, dass ihr wisst, wenn er herkommt oder es euch liefern lasst, was euch da erwartet. Ja, das heißt, es wird vorher von uns gegengecheckt. Wir haben eine Werkstatt, wo es auf die Bühne genommen wird. Da wird der Fehlerspeicher ausgelesen, es wird ausgiebig Probe gefahren. Es wird auf jeden Knopf gedrückt, weil wir natürlich wollen, dass ihr von uns ein gutes Auto bekommt. Und darüber hinaus, wenn er sagt, okay, wir wollen vielleicht unser altes Auto abgeben, sowas finanzieren oder optional eine Gebrauchtwagengarantie bekommen, ist unser Verkäuferteam für euch da. Wenn ihr herkommen wollt, macht da bitte einen Termin, reservieren wir euch die roten Kennzeichen, da könnt ihr es gern Probe fahren. Oder ihr entscheidet euch für die Online-Variante, machen wir vielleicht nochmal eine Videotelefonie, habt ihr einen von uns nochmal quasi mehr oder weniger live gesehen. Der berät euch genauso wie als wäre er vor Ort sozusagen. Und ja, ich denke mal, hier ist viel beantwortet. Ich danke erstmal fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Macht's gut, bye bye.